Heute sind wir in Gladbach bei der Überraschungsmannschaft der Liga und laden einen Shootingstar ein. Patrick Herrmann, herzlich willkommen. Hallo. Tag hier. Servus. Ich wollte mit dir zu dem Balkon fahren, wo gefeiert wird. Entweder die Meisterschaft oder der DFB-Pokalsieg oder der Einzug in die internationalen Plätze. Wo muss ich da lang? Wo wird da gefeiert? Das ist eine gute Frage. Also keine Ahnung. Also ich glaube, es gibt einen Balkon hier oder sowas in der Art, wo der Aufstieg mal gefeiert wurde, aber ja, da war ich noch nicht hier und von daher weiß ich das noch gar nicht so genau. Also du weißt gar nicht, wo wir hin müssen jetzt. Wir rufen jetzt mal den Herrn Eberl an. Mailbox bei Herrn Eberl. Viel zu tun? Sieht so aus. Ja? Der sucht schon wieder neue Leute wahrscheinlich, ne? Für die nächste Saison. Wer weiß. Versuchen wir es mal beim Markus Aritz, euer Kommunikationsdirektor. Der hat doch bestimmt eine gute Idee, wo wir hin müssen. Der weiß noch mal sowas. Ja, der weiß das, ne? Hier spricht Sebastian Hellmann von Sky, Herr Aritz. Ich habe Ihren Spieler, im Auto, Patrick Herrmann. Ja, okay. Und ja, kennen Sie, das ist gut. Ich will ihn gerade zu dem Balkon fahren, wo gefeiert wird. Können Sie kurz sagen, wo es hingeht? Ich würde mich ja selber gerne. Ich kann Ihnen sagen, wo beim letzten Mal gefeiert wurde, 1995, als wir den Pokal gewonnen haben. Das kann ich Ihnen sagen. Und wo? Auf dem alten Markt in Mönchengladbach. Gut, vielen Dank, Herr Aritz. Einen schönen Tag. Ciao. Alter Markt ist richtig. Alter Markt doch. Sehr gut. Aber Sie wollen schon mal Meister werden irgendwann, ne? Also ich glaube, das ist der Traum von jedem Fußballer. Aber ja, bis dahin ist noch ein weiter Weg für uns. Was ist für Gladbach möglich in dieser Saison? Wirklich ist vieles, aber wir wissen auch, dass die Saison noch sehr, sehr lange ist. Und über die Saison gesehen stehen natürlich viele Teams mal oben drin oder mit oben dabei, wie wir es gerade tun. Aber die Qualität ist natürlich, das zu halten, und versuchen werden wir es auf jeden Fall. Aber ich möchte jetzt keine Prognose abgeben. Kriegt ihr eigentlich irgendein Mittel morgens, so eine Impfung vom Eberl? Nee, was das angeht? Nee, gar nicht. Prognose? Nee, überhaupt nicht. Wie sah denn dein Kinderzimmer aus früher? Oder im Internat, da gab es ein schönes Poster an der Wand. Ich denke, jeder Fußballer oder jeder, der auf dem Weg zum Fußballer ist, der hat ein paar Poster in seinem Zimmer hängen. Bei mir hing zum Beispiel ein Poster von der deutschen Nationalmannschaft, weil ich die schon immer bewundert habe. Und ja, das hat, glaube ich, jeder Junge, ein Poster von seinem Lieblingsspieler oder so. Nationalmannschaft ist ein Ziel. Ja, ein Ziel, das noch sehr, sehr weit weg ist, das ist klar. Aber ich denke, wir haben eine sehr große Leistungsdichte hier in Deutschland und sehr gute Spieler. Von daher ist das sehr, sehr schwer, mal da aufzutauchen. Hast du mit Löw schon mal gesprochen? Nee, habe ich nicht. Vielleicht ruft er irgendwann mal an, wer weiß. Wenn man gerade gegen Dortmund gespielt hat, zu Hause, absolutes Spitzenspiel, und dann gegen Augsburg, ist das schwierig? Wir wissen natürlich auch, dass Augsburg eine Klasse hat, sonst wären sie nicht aufgestiegen. Aber wir versuchen, jedes Bundesligaspiel zu gewinnen, und ja, das versuchen wir in Augsburg auch. Eos Luok heißt er da. Der kennt euch ja in- und auswendig. Ja, Vorteil für Augsburg? Ein paar Stück könnt er noch, und ja, mich vielleicht auch noch. Also ich habe gerade die ersten Trainingseinheiten bei ihm, glaube ich, noch mitgemacht. Von daher wird es natürlich ein schönes Spiel für uns alle, auch für ihn. So, Patrick, jetzt sind wir wieder am Borussia-Park. Jawohl. Und dann wünschen wir dir Gesundheit und Frohsinn. Ja? Dankeschön, gleichfalls. Und allzeit ein schönes Spiel mit der Borussia. Okay. Schöne Saison noch. Dankeschön. Danke. Ciao. Ciao.